Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch und endlich darf ich es tun. Die Zavi exklusiv 4K Steelbooks von Star Wars darf ich euch nun präsentieren. Ich habe jetzt wirklich gewartet, bis ihr noch der erste Teil bzw. Episode 4 kam. Aber leider wurde er nicht von Zavi an mich versendet. Nein, auch von Zavi warte ich noch vergebens. Seit dem Anfang August warte ich eigentlich auf das Steelbook. Und jetzt habe ich es von dem lieben René H. Vielen Dank nochmal dafür. Abgekauft. Für einen unschlagbaren ist das von 50 Euro. Ja, warum 50 Euro so teuer? Ganz einfach. Das Steelbook an sich kostet 35 Euro. Plus 13 Euro. Ja. Zollgebühren und Mahngebühren von der DHL, weil ich musste jetzt bei jedem Zavi Steelbook von Star Wars Zoll zahlen und natürlich noch Versand zu mir, versichert natürlich Versand und von daher 50 Euro. Also wenn ich meins irgendwann mal erhalten werde, dann geht es für denselben Preis raus wie das hier und jetzt endlich halte ich es in meinen Händen und ich bin jetzt sehr froh, es bekommen zu haben und er hat auch gemeint, hier ist auch nichts beschädigt und ganz ehrlich, so eine gute Verpackung, wie er gemacht hat, da kann kein Zavi Steelbook mithalten, denn das ist wirklich eine Verpackung, wie man auch Steelbooks verpackt. Und ja, jetzt endlich hier das schicke 4K Steelbook von Zavi. Ich muss echt sagen, mir gefällt dieses Motiv extrem gut. Das ist das alte Motiv, alte Kinoplakat von 1977. Leider, wie gesagt, natürlich hier nicht die Originalfassung drauf, natürlich hier die Spezialversion von 1997, aber natürlich auch in 4K abgetastet und muss wirklich sagen, das Bild ist wirklich rattenscharf, also da kann man hier wirklich nicht meckern. Also ich weiß nicht, was alle gehabt haben mit dem Bild, also das Bild ist wirklich wahnsinnig stark. Bei Star Wars habe ich auch alle Filme angeguckt in 4K und darum kann ich wirklich sagen, die alten vor allem schauen wirklich richtig gut aus. Hier nochmal das alte Steelbook von Star Wars mit Darth Vader drauf und hinten drauf haben wir eben auch dieses schöne Motiv hier. Aber muss wirklich sagen, ich bin auch überlegt, ob ich die wieder verkaufen soll, die anderen jetzt, denn mir gefallen einfach die hier wesentlich besser. So, wir machen mal auf und wir haben hier auf der 4K-Version auch eine deutsche Tonspur drauf. Auf der Blu-ray leider nicht. Aber ich einfach die Discs austauschen dann von der großen Box und somit ist dann auch alles hier mit der deutschen Disc drin. Und natürlich dann die englischen kommen natürlich dann in die große 4K-Box drin rein. Und jetzt erstmal, wow, ist jetzt wirklich nichts beschädigt. Yes. Sehr gut. Oh, so, wir fangen erstmal an mit der Banderole. Hier eben vorne drauf Star Wars A New Hope. Dann haben wir eben die 4K HD, Ultra HD mit drin, dann die Blu-ray und die Bonus-Disc, wie es eben auch schon in der großen Star Wars Box mit drin ist. Hier die Inhaltsangabe natürlich hier auf Englisch und hier die ganzen technischen Daten und hier in dem weißen Kästchen seht ihr auf jeden Fall schon mal die Tonspuren und auf der 4K Ultra HD haben wir auf jeden Fall eine deutsche Tonspur drauf. Und wie gesagt, auf Blu-ray leider nicht. Bei den Bonusmaterialien müsste es, denke ich, auch mit deutschen Tonspur, denke ich, muss sein, mit deutschem Text sein, aber bin mir nicht ganz sicher. Ja, der Film geht 125 Minuten und über die Filme muss man sich nicht mehr viel reden. Man liebt sie einfach, oder? Man liebt sie einfach. So, jetzt geht's mal los mit dem Steelbook an sich und ich muss wirklich sagen, ein Hochglanz-Steelbook ist das. Auf jeden Fall auch ein sehr schöner Druck, wie ich finde, hier mit diesen Rahmen außenrum. Tut so ein bisschen aufwerten, wie ich finde. Und ist wirklich nicht störend. Und dann haben wir natürlich hier keine Prägung. Das ist ein bisschen schade, denn eine Prägung wäre hier natürlich richtig cool gekommen. Hier Star Wars zum Beispiel als eine kleine Prägung. Und muss wirklich sagen, schaut wirklich sehr, sehr edel aus. Sehr guter Druck auf jeden Fall, wie ihr seht. Also da muss ich es echt sagen, sehr steige Arbeit. Habe ich auch schon gefreut auf das nächste Steelbook. Dann haben wir hier dann das Spine Star Wars A New Hope und endlich passen nun mal alle Spines mal hintereinander zusammen. Gott sei Dank. Und hin drauf haben wir eben dann die Anfangsszene R2-D2 und C3PO noch auf der Tante-5 Blockadebrecher. Auch das Bild ist hier richtig schön scharf gemacht worden. Schaut sehr gut aus. Und auch hier außenrum dieser Rahmen und das Lucasfilm-Logo und passt wirklich auch sehr gut zusammen. Wir schlagen mal auf. Und dann schaut das ganze Steelbook hier so aus und hat auf jeden Fall ein schönes Teil. Muss ich wirklich sagen, sehr schönes Teil auch. Ist sehr stabil, das ganze Steelbook. Dann haben wir hier dann die
Ein Blu-ray-Disc, wie gesagt, hier haben wir keine deutsche Tonspur drauf. Dann haben wir hier die 4K-Version. Hier ist die deutsche Tonspur drauf. Und dann noch zum Schluss dann noch das Bonusmaterial, was ich mir auch schon angeguckt habe. Auch sehr interessant auf jeden Fall. Und damit sind schon die Discs hier gezeigt worden. Und jetzt hier nochmal dann der Innenmotiv. Auch das natürlich hier der Kampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi. Auch das sehr schön. Auch der Druck scharf. Ja, also hier gibt es nichts zu meckern. Und macht wirklich was her. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal an den lieben René. Aber auch einen großen herzlichen Dank an den lieben Alex. Alexander H. Punkt, denn er hat mir auch dann das T-Shirt mir zugeschickt, was hier auch exklusiv mit dazu gab. Das Ganze schaut hier so aus. Auch das schaut wirklich sehr edel aus und gefällt mir richtig gut. Passt auch perfekt zu dem Steelbook, auch zu dem Covermotiv. Und das konnte man eben auch noch dann mit dazu bestellen, um ein bisschen günstiger wegzukommen. Und eventuell konnte man auch da auch dann den Zoll auch sich sparen. Aber auch er musste zahlen, hat er gesagt. Also hier ist auch nichts mehr safe. Und ja, na gut, okay, das war auf jeden Fall schon mal das 4K-Steelbook von Xavi von Star Wars A New Hope. Und bleibt auf jeden Fall dran, es geht dann auch dann bald weiter mit Star Wars, das ist ja Empire Strikes Back, im Xavi-Steelbook. Und wie mir dann das gefallen wird, das erfahrt ihr dann gleich im nächsten Video. Bis bald und tschüss mit Ö und oh nein, töte verkehrt, aber nein. Live long and prosper. Oder möge die Macht mit euch sein. Ja.